Hallo und willkommen bei Dreamscapes The Sandman. Wir waren zuletzt hier auf dieser Marktplatz oder so ähnlich und hier war der Sandmann und hatte hier die Laura eine Guillotine angebracht und wollte sie hier köpfen. Und ja, dann hatten wir abgebrochen und bevor wir zu der hingehen, was war das? Das war eine Ratte. Würde ich sagen, wir schauen uns hier vorne erstmal um. Ich gucke nochmal ins Inventar. Eine Spiegelscherbe, okay. Schauen wir mal hier auf die Lampe. Die können wir öffnen und dann kriegen wir in der Lampe einen Docht. Okay. Hier hinten haben wir ein bisschen giftigen Efeu. Ich sollte ihn nicht anfassen. Hier haben wir noch so ein verstecktes Tierchen. Gut, den Efeu können wir so nicht anfassen, wenn wir auch nicht... Können wir den vielleicht hier abschneiden? Nee. So, wollen wir gleich mal zu ihr gehen, oder? Nee, das sehen wir uns auf. Wir schauen nochmal hier. Können wir reingehen? Hier können wir... Nee, dann gehen wir erstmal zu Laura. Oh, oh. Wieso? Es geht auf Zeit? Der Sandmann will wohl, dass Laura einen langsam qualvollen Tod stirbt. Warum sonst sollte er was? Ich kann jetzt so schnell lesen. Warum sonst sollte er einen so komplizierten Mechanismus bauen? Aha. Verdammt, ich kann Laura nicht so einfach befreien. Moment mal. Ich glaube, die stirbt jetzt hier. Ach du Scheiße. Naja, Hauptsache wir holen uns erstmal diese Viecherchen hier. Hier ist noch einer. Und hier muss irgendwo noch ein vierter rumlungern. Den finden wir noch. Dann würde ich sagen, wir klopfen erstmal hier an. Hier leuchtet was. Was ist das? Feuerstein. Und ein Docht. Mhm. Das können wir hier nicht leider öffnen. Also müssen wir mal hier hintergehen. Eine Ölkanne. Ja, also irgendwie das Gefühl... Ach, bleibt bis nach hinten. Wir müssen hier irgendwas dann anzünden. Feuerstein? Nee. Zange? Eine Baumschere. Ah, stopp, da habe ich die Idee. Gehen wir mal hier hinter und... toll, dahinter versteckt sich also ein Keil und ein paar Blätter. Wartet mal, ein Keil und ein paar Blätter. Ah, Alter, Alter, stopp, 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 wie können wir das... Stopp, die ist der tot. Den Keil hier irgendwie... Aha. Ja, ich habe den Mechanismus deaktiviert. Für wie lange? Ja, sieht eher so aus, als ob wir das Ding kaputt gemacht haben. Aber umso besser. Jetzt nehmen wir uns hier die Schraube. Ich werde dir helfen. So, irgendwie muss ich das hier abkriegen, aber mit Sicherheit nicht mit dem, was ich jetzt habe. Kann ich mit der Schraube hier was anfangen? Die Ölkanne? Ah! Und jetzt kann ich die Schraube hier rein? Aha!
Dann wollen wir in den Keller gehen oder wollen wir nicht in den Keller gehen? Hier, drei Beobachter. Hier ist einer. Wo sind die anderen zwei? Hier ist noch einer. Und das war's. Ah, den anderen finden wir vielleicht gar nicht. Gucken wir erstmal hier weiter. Oh, so viele Bücher. Das muss das Haus eines Wissenschaftlers sein. Ja, Jimmy Glipschi, der guckt auch uns wieder an. 1 von 7. Hier ist noch einer. Hier? Ist auch was, oder? Ah. Ha. Hab ich dich doch noch entdeckt. So, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Was ist das? Ein Stift? Ein grüner Stift. Ein blaues Pulver. Und eine Pflanze, die wahrscheinlich vielleicht mal etwas Wasser benötigt. Was ist das für ein Totenkorb hier? Ja, ach, das ist auch kein Auge. Rotes Pulver, blaues Pulver. Das ist nicht der Schädel des Hausherrn. Können wir das mit der ob wir das Auge raus haben? Geht jetzt leider nicht. Na gut. Oh, jetzt haben wir ja übelstes Zeug, ey. Schlüssel, Schlangensymbol. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Aha, und hier hinten das Schloss. Aha, das probieren wir gleich mal mit dem Schlüssel. Das war leicht. Und gehen hier hinter. Und jetzt haben wir hier ein Rätsel. Ich probiere mal. Geht das Rätsel los, wenn ich das Pulver hier benutze? Aha, und das blaue Pulver. Nee. Das funktioniert. Ach, hier muss grünes bestimmt rein. Wartet mal, ich habe doch einen grünen Stift. Geht das mit dem? Nee. Also brauche ich jetzt noch grünes Pulver. Habe ich was im Tagebuch stehen? Also ich gucke jetzt nochmal nach einem Bild. Aha. Anscheinend nicht, gehen wir erstmal nochmal zurück. Ne, hier haben wir das. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss irgendwie das mit dem grünen Stift hinkriegen. Kann ich den grünen Stift hier hin? Nee. Aber hier ist doch eine Kerze. Ich den doch hier an die Kerze? Nee. Das funktioniert leider auch nicht. Hier ist noch so ein verstecktes Vieh, das habe ich jetzt erst gesehen. 7 von 7. Ach, das war gar nichts mit der Pflanze, das war das Viech, was ich da versteckt hatte. Gut, gut, gut. Gehen wir hier erstmal zurück. Schauen wir uns nochmal hier was. Ich glaube, ich sollte nicht einfach rumstehen und den Wagen anstarren. Nee, das sollst du ja auch nicht, aber... Laura, wie kann ich dich befreien? Sicherzustellen ist der Korb, ja, ja. Hier guckt noch so ein Viech. Aha, das war das vierte.
stehe ich hier so ein wenig auf der Leitung. Ne, guck mal, was ist Laura? Ich dachte, dass ich, wenn ich das anzünde, dann, ich muss das hier erst aufkriegen. Nee, ich dachte, jetzt komme ich hier. Muss ich das Heu anzünden? Ach, verklickt. Nee, das... Das bringt's alles nicht. Hier ist noch übrigens irgendwo ein Beobachter. Da ist er. Was ist was? Was hat's mit dem Wagen hier auf sich? Muss doch hier rein. Hier ist der andere Beobachter. Es ist freudig. Also ich muss hier unten irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dieses Ohr hier rauskriegen muss. Nee. Also da muss ich mit Sicherheit die Blätter. Ah, die Blätter. Klick. Gut, jetzt müsste der Mechanismus funktionieren, aber allerdings... Ich denke, die Lösung wird anders zubereitet. Eine Art Chemiebrenner. Allerdings ohne Docht. Dann machen wir das. Den Docht machen wir daran. Mit dem Feuerstein machen wir das Ganze an. Hilfe, so jetzt. Lenke den flüssigen Strom mit den Hähnchen. mit den Hähnen. Um ihn zum Pulver mit der entsprechenden Farbe zu fühlen. Flüssigkeiten mit verschiedenen können in der mittleren gemischt werden. Also muss jetzt zu blau? Zu blau. Hier bleibt's. Was ist, wenn ich den jetzt hier... Ne, wenn ich den hier aufmache... Ja, blöde Frage. Muss das verbrennen? Ach, das geht hier rein. Ah. Und wenn ich jetzt gelb hier aufziehe, geht's ja... Aber what the fuck, wie kriege ich grün hin? Hier in der Mitte, ach hier kann ich das mischen, ja? Ja, habe ich das richtig verstanden? Wie mische ich denn grün? War es blau und gelb? Ich probiere es einfach mal mit blau und gelb. Und blau ist dann der hier, ne? Ja! Wie gehe ich denn jetzt? Aha, okay, jetzt... Das ist ja toll. Jetzt haben wir hier, was haben wir jetzt eigentlich? Säure. Wir haben Säure hergestellt. Kann ich mit der Säure das Auge hier raussetzen? Klingt ja auch sehr human. Jetzt kann ich ja eigentlich, ich kann doch nicht. Ah, doch. So, jetzt ist er frei.
The Sandman wants to take my body as his own into the world of people. If he succeeds, something fatal will happen. All humanity will be in danger. We must stop him. My dreamcatcher is almost put together. There is little left to finish it. I believe in you. Jo. Ich beklagte mich bei meinem Papa darüber, dass der Sandmann wieder bei mir war. Papa beruhigte mich und gab mir den Traumfänger. Er wies mich an, mich unter keinen Umständen jemals davon zu trennen, da dieser Traumfänger nicht einfach nur ein Souvenir sei, sondern ein echtes, sehr altes Amulett. Gut, dann gib den mal her. Aha. Jetzt haben wir das nächste Stück. Hier haben wir noch eins. Wo haben wir das her? Naja, egal. Haben wir hier noch eins rumliegen? Was ich gerade nicht sehe? Nee. Das fehlen ja nicht mehr. Es fehlen hier 1, 2, 3, 4 Teile noch. So. Was haben wir jetzt? Haben wir den Stift, das Schlangensymbol. Moment mal, das kommt hier hin. Ist das? Hilfe. Weise den Schlangen ihren Platz zu. Klicke auf die Schlange und ziehe sie an einen anderen Platz. Wie? Ah. Hä? Das ist ja genial. Shit. Kann ich das hier unterziehen? Nee, kann ich nicht. Aha, aha, aha. So, das ist ja doof jetzt. Das ist ja doof. Warte mal, wie kriege ich denn dich? Ich jetzt einfach hier weiterziehe. Das war nichts. Jetzt habe ich hier immer im Kreis gedreht, wenn ich mich nicht irre. Nee. Jetzt dreht es sich wieder im Kreis. Nee. Wartet mal, wie war das jetzt am Anfang nochmal? Nee, es klappt nicht. Kann ich das jetzt, wie komme ich denn hier wieder raus? Kann ich das irgendwie zurück auf Standard setzen? Das war Standard? Das war Standard? So sah es am Anfang aus. Okay, also jetzt muss ich mal... Ah, das ist schon wieder so ein funny Rätsel hier.
Warte, ah, jetzt habe ich eine Idee. Du gehst wieder zurück und du gehst dahin. Ha, jetzt haben wir es.